Ja, ich würde sagen, ich mache hier keine halben Sachen mit dir, auch wenn du eine halbe Sache bist. Und damit Gummo! Freunde, heute geht es darum, dass Zoos gerade planen, aktiv gegen Influencer vorzugehen, die sich kritisch gegen sie äußern. Lol. Theo Strattmann, der Dude aus dieser Steuerung F-Doku, hat einen ultra-stupid Statement abgegeben. Es gab halbwegs ernsthaften Beef zwischen Seven vs. Wild-Teilnehmern und Seven vs. Wild geht los. Also die Kandidaten sind gerade in Kanada und haben auch bereits schon Tschüss gesagt. Ey, wilde Woche gewesen, aber jetzt heißt es erstmal, wie immer, let go. The thing goes. Seven vs. Wild geht jetzt los, beziehungsweise die Aufzeichnung startet jetzt. Und bevor die ganzen Teilnehmer ins Flugzeug steigen konnten und nach Kanada geflogen sind, gab es erstmal nochmal miese Brise, Beef zwischen Knossi und Fritz Meinecke. Ja, wenn das so sein sollte, werde ich bei der Einweisung nicht mehr dabei sagen, sage ich euch so, wie es ist, weil also den Kindergarten gebe ich mir nicht. Aber was war los? Knossi hat mit der Produktion, in der ja Fritz Meinecke nicht selber mit drin ist, also er ist zwar halt Gesicht des Ganzen, aber tritt ja als normaler Teilnehmer an, deswegen ist er nicht in allen Prozessen ja mit drin. Auf jeden Fall hat Knossi mit der Produktion halt eben abgeklärt, dass er vor Ort gerne einen Stream machen würde, wo er das Briefing filmt. Und die Produktion meinte so, ey, yo, Knossi, kannst du machen. Es wird exklusiv auf meinem Kanal. Ihr seid live dabei. Das gab es noch nie bei Seven in the Wilds. Das gab es noch nie. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sowas jemals geben wird. Dafür habe ich gekämpft. Ich habe dafür gekämpft, dass das stattfindet. Wir werden vor Ort bei den Vorbereitungen, bei den Briefings aller Kandidaten komplett live drauf sein, einen ganzen Tag. Ihr seid am letzten Tag vor Ausreise live in meinem Stream dabei. Also bevor ich jetzt mich irgendwie so weit aus dem Fenster, es wird es geben, es wird einen Livestream geben von den Briefings. Und das Ding ist, das war halt in keinster Weise mit Fritz Meinecke abgeklärt und der hat es einfach durch so einen TikTok-Clip erfahren und hat dementsprechend stinkig darauf reagiert und meinte halt so, yo, WTF, nein, er wird nicht das Briefing vor Ort streamen. Was soll das? Knossi meinte, er streamt die Einweisung vor Ort, stimmt das? Das habe ich gestern auch bei TikTok gesehen, ich habe keine Ahnung, was damit auf sich hat und wie er darauf kommt. Was da im Hintergrund gerade irgendwie abgesprochen worden ist. Also ich weiß nichts von irgendeinem Stream, von irgendwem, der da plötzlich irgendwelche Einweisungen vor Ort streamt. Also das ist ja absoluter Quatsch, da jetzt irgendwie sowas zu machen, weil ich meine, das ist ja irgendwie unsere Serie und wir bringen ja die Folgen und wir bringen das behind the scenes. Da kann er jetzt nicht Knossi einfach irgendwie rumspringen und irgendwelche Streams machen. Also klar, wenn die Leute da irgendwie Zeit haben, können sie natürlich gerne mal einen Stream machen, irgendwie auf dem Zimmer und irgendwie mit Leuten sprechen und quatschen, aber natürlich jetzt hier einfach da irgendwie unsere Einweisungen vor Ort zu streamen, das ist natürlich völlig shit. Er meinte, er könnte es durchsetzen. Ja, wenn das so sein sollte, werde ich bei der Einweisung nicht mehr dabei sein, sage ich euch so, wie es ist, weil also den Kindergarten gebe ich mir nicht. Also ich weiß davon gar nichts. Ich habe davon noch nie was gehört, dass er jetzt plötzlich irgendwelche Einweisungen von streamt. Keine Ahnung. Ich habe das gestern mal TikTok gesehen und dachte, ich höre nicht richtig. Da Knossi und Fritz aber wahre Männer sind, haben sie es mit einem Handshake noch klären können, bevor die Produktion losging und haben auch einen Kompromiss gefunden. So, Freunde, kleines Statement. Es gab intern einige Kommunikationsprobleme. Rückblickend betrachtet kann Knossi da überhaupt gar nichts für. So, der hat einfach Bock, da wie einen Stream zu machen. Ist auch völlig fein, da wird auch was stattfinden. Genau, mit mir wurden Sachen einfach nicht abgesprochen und ja, alles gut. Wir haben das Ganze jetzt geklärt, wir haben eben telefoniert, alles entspannt. Kein böses Blut. Ich freue mich super auf Knossi, dass mit dabei ist. Fritz hat, by the way, danach noch dieses Bild hier in die Story gepostet und dann war halt auch wieder alles gut, ne? Also danach haben die beiden sich wieder geliebt. Kompromiss war jetzt übrigens, dass Knossi das Briefing nicht mehr filmt vor Ort, aber dennoch vor Ort einen Stream machen kann, wo er quasi die letzten Stunden der ganzen Teilnehmer so ein bisschen begleitet. Also die chillen gerade in irgendeinem Wald und sind irgendwie auf Bären-Expedition und man sieht so die letzten Stunden vor der Aussetzung und das streamt Knossi tatsächlich jetzt gerade, wo ich das hier aufnehme, live auf Twitch. Das war aber übrigens das Erste, was passiert ist in diesem Stream. Richtig, Knossi und Sascha Huber haben sich erstmal in ihre Kampfmontur geworfen und haben sich die Haare wieder abrasiert. Ah, oh, bist der Fuckboy. Bärenbrüder sind wieder am Start. Ist das geil, ne? Das oder schaut das nicht gut aus? Richtig gut, Dave. Richtig gut. Ne? Ja. Ich hab hinten einen Pfeil gemacht, eine Spitze. Ist das derselbe Rasierer? Ist derselbe Rasierer. Original. Da ist eine Batterie noch drin. Das ist original die Batterie noch drin. Mit panamesischem Strom. Ne? Alles. Das ist doch der Strom aus Panama. Ja, Strom aus Panama. Pass auf, da ist eine Warze, gell? Ey, wie hoch hast du es gemacht? Ey, Akku leer, wie soll ich so los? Ich sag da ehrlich, das ist so cool ausschaut. Boah! Wie so ein dicker Irokese! Es ist krass! Boah, es ist krass!
Wochen. Wir stehen da draußen im Regen. 2 Wochen. Wir fressen, was wir finden. Wir trinken, was wir hoffentlich finden. Vielleicht trinken wir auch was. Ja, vielleicht. Und abgerundet wurde es mit diesem wunderbaren Song hier. Au. Knossi hat dann übrigens noch die Produktion interviewt und konnte sogar noch 1-2 mehr oder weniger interessante News aus denen rauskitzeln. Kann man sagen, auf was können sich die Leute freuen? Ja, auf geile Scheiße, würde ich sagen. Letztes Jahr war es ja so, ihr habt ein bisschen am Strand rumgesessen und dann seid ihr nach Hause gefahren. Das ist dieses Jahr anders. Schöner Spot, mehrere Möglichkeiten, sich auszubreiten und sich ein bisschen zu bewegen. Ihr lernt die Wildnis, es ist unberührte Wildnis. Es gibt ein sehr ausgefeiltes Sicherheitskonzept und das ist auch alles ein bisschen größer und ein bisschen mehr als letztes Jahr. Ja. Aber euer Spot, ich habe ihn persönlich gesehen, ist wirklich ein Traum. Ihr werdet an mich denken. Aber sind alle Spots unterschiedlich? Ja, ja. Komplett in dem, was man davor findet? Fluss, kein Fluss, See? Ja, sind unterschiedlich tatsächlich. Also ihr habt, was wir halt sichergestellt haben, ist, dass es möglich ist zu überleben, dass es Ressourcen gibt. Das ist das, was wir sichergestellt haben. Auf jeden Fall haben wir dann im Stream noch eine Menge gequatscht, ein bisschen Bus gefahren, sind ein bisschen Wald spazieren gegangen, haben dann auch so ein paar Zuschauerfragen beantwortet. Und die Zuschauer waren tatsächlich sehr confident, dass Knossi und Sascha Huber das Ding auch machen, dass sie es reißen. Chat, was Sie glauben, wie lange ihr durchkommt? 80, 90 Stunden, sagen 14 Tage. Zweite Frage war, aber wie kommt ihr durch? Schwer bis mittel, schreiben die Leute. Und dann haben sich alle 14 Teilnehmer in die Wildnis verabschiedet. Ich bin so nervös, sagt das ehrlich, Sascha. Obwohl wir zu zweit sind. Ich bin immer da für dich, echt. Dazu, by the way, nochmal hier ganz kurz aufgelistet, wer jetzt alles wirklich final dabei war, weil das sind ja schon ein paar Leute. Also wir haben Fritz und Martin, wir haben Sascha und Knossi, wir haben Papa Platte und Reese, wir haben Trimix und Romatra, wir haben die Naturensöhne, wir haben Andreas Keating und Joel Kelly und wir haben die beiden Wildcarder Affe auf Bike und Hannah Asiel. Außerdem gibt es noch die beiden Ersatzkandidaten Jan Schlappen und Dave, die einspringen sollten, sollte sich jetzt im Vorfeld noch irgendwer verletzen oder so. Ey, und dazu habe ich, by the way, noch eine kleine Community-Abstimmung gemacht, wo ihr abstimmen könnt, wo ihr denkt, wer ihr denkt, wer das am besten reißen kann. Es müssen leider 2 Abstimmungen sein, weil man kann nicht 7 Optionen auswählen. Aber packt da mal eure Favorites, stimmt da mal gerne für eure Favorites ab. Ich bin sehr gespannt. Ihr müsst dafür einfach mal auf den Kanal gehen, auf den Tab Community und dann kann man abstimmen. So, deswegen macht das mal gerne, würde mich wirklich interessieren. Und dazu an alle Teilnehmer. Viel Glück, ne? Und vor allem viel Erfolg, dass sich halt keiner verletzt, weil das wäre halt schon scheiße. Deswegen Daumen sind gedrückt oder so und auf eine nice 3. Staffel 7 vs. Wild. Ich hab Bock an alle Männer und Kerl in. Das Ninja-Tournament ist ja noch am Laufen. Und morgen starten jetzt die finalen Duelle, wer ins Viertelfinale einzieht und gegen den Profi-Athleten antreten muss. In Gruppe A können tatsächlich noch Rezo, Joey's Jungle und Need to Know weiterkommen. Kommt drauf an, wie der Run morgen ausgeht. Und Spoiler, ist ein krasser Run gewesen. Oh, er hat Bock. Die haben Bock, die haben Bock. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt wird's ernst, jetzt wird's bei beiden ernst. Deswegen, Freunde, falls ihr Bock habt auf ein spannendes Duell, was auch sportlich echt nice aussieht, morgen 12 Uhr auf meinem Channel. Ansonsten kommt Mittwoch 18 Uhr das Duell Jonas Ems gegen Otto Bulletproof. Was auch straight up Finale hätte sein können, weil die Qualität dieses Duells war geisterkrank. Guckt, der ist am selben hängen die dran. Digga, ich bekomme gerade Gänsehaut davon. Wirklich, das war wirklich ein krankes Duell. Deswegen, einschalten lohnt sich sehr. Ab Viertelfinale wird eh nochmal alles umgeworfen. Da wird alles nochmal anders, weil da kommen ja Profi-Athleten mit ins Tournament rein. Es wird krass. Und weiter geht's. Freunde, ihr habt ja vielleicht diese Steuerung F-Doku gesehen, wo es um Superreiche geht und halt eben deren Umweltsünden, wo halt auch eben Aussagen wie diese hier gefallen sind. Ist Ihnen das bekannt, dass Menschen, die mehr Geld haben, potenziell mehr verbrauchen als Leute, die weniger haben? Nee, glaube ich nicht. Warum nicht? Ich glaube es einfach nicht. Ja. Ich meine, die kein Geld haben, können ja auch trotzdem fliegen. Die Aussage ist so geil, ne? Hat auf jeden Fall same energy zu ihr hier. If you're homeless, just buy a house. If you're dead, just respawn. Wer aber auch sehr stupid Aussagen gebracht hat, war Theo Strattmann. Halt unter anderem so Sachen wie diese hier. Da bin ich auch ein bisschen verschwenderisch. Wenn ich das jetzt einmal gegessen habe, dann kann der Rest auch... So, ich brauche mal gar nicht so viel. So einfach so einen kleinen Geschmacksteaser, das reicht mir. Dann kann es auch weg. Wenn man jetzt hier so ein bisschen Kaviar wegschmeißt, das ist ja eh nur Eier.
Es gibt ja auch Leute, die fahren nicht in Urlaub, ne? Die sparen ja dann für mich ein. Kein anderer lacht. Seine Kollegen lachen nicht, der Interviewer lacht nicht, keiner lacht. Goofy. Auf jeden Fall hat er halt eben diese Steuerung F-Doku benutzt, um halt seinen Insta-Account so ein bisschen zu boosten, wo er mit denselben provokanten Aussagen einfach weitermacht. Also er bringt halt wirklich so Takes wie diese hier. So, erstmal am Anfang, seid nicht traurig, weil es vielleicht bei Rewe wieder nur für die Jahrpizza gereicht hat, ne? So, aber ich bin ja echt ein kleines Klimakärchen, ne? Und weil ich mal ein bisschen mehr darauf jetzt achten möchte, esse ich mein Müsli jetzt nicht mehr mit Milchprodukten, sondern nur noch mit Shampoos, okay? Jetzt erstmal ein schönes Müsli mit Shampoos. Nach der Reportage bekomme ich jetzt 1000 Nachrichten. Ey, du bist verschwenderisch, bla 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 bla. Weil ich mal so ein bisschen aus Versehen was auskippe. Und da bekomme ich Kommentare, wirklich. Da fange sogar ich an zu zittern. Und das ist scheiße, wenn man so anfängt zu zittern. Das ist doch scheiße, dann lässt man mal was fallen. Cringe. Falls ihr dabei mehr zu sehen wollt, Alpha Kevin hat ein hervorragendes Video dazu gemacht. Ist sehr unterhaltsam, ist auf jeden Fall auch unten verlinkt. Auf jeden Fall hat Theo dann immer mehr von diesen provokanten Aussagen gedroppt, hat immer mehr Leute getriggert, ist immer mehr angeeckt oder wollte auch immer mehr anecken und hat dementsprechend natürlich auch dafür Hate bekommen. Natürlich nicht nur Kritik, sondern natürlich auch ein paar Sachen, ja, ein paar härtere Hate-Kommentare. So, obviously, wenn man halt solche Aussagen bringt, eckt man halt an, ne? Und scheinbar ist es Theo jetzt ein bisschen zu viel geworden. Und er hat sich sein Bötchen gesetzt und rudert eine Runde zurück. Und dieses Statement, Alter Jungs, ist das wack. Das, was ich auf Social Media mache, ich weiß, ich bin sehr polarisierende Meinung, ist aber auch viel Humor, ja? Okay, ja, bei Humor bzw. Joke braucht man auch eine Pointe, die habe ich nicht gefunden, aber okay. Aber jetzt kommt's, der Grund, warum er eben diese polarisierenden Sachen macht, warum er halt eben so anecken möchte, ist nicht, weil er einfach nur Reichweite haben möchte, weil er einfach nur Klicks will. Nein. Er will damit etwas bewegen. Und wirklich dieser Grund, dass man wirklich das jetzt vorschiebt, dafür, dass man solche dummen Takes bringt, ist einfach nur frech. Passt auf, guck dir das an. Ich bin auch der Meinung, dass man was beim Klima tun muss, alles Mögliche. Ich bin keiner, der Politik studiert hat oder da in dem Bereich ganz tief mit drin ist. Aber dass wir da vielleicht mal was anpacken müssen, ist ganz, ganz klar. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen am Polarisieren bewusst gewesen, um das Ganze mal ein bisschen aufzuwirbeln. Also, man macht Jokes darüber, wie verschwenderisch man lebt. Man macht Jokes darüber, dass man nicht mit der Deutschen Bahn nach Sylt kann, sondern nur mit dem Privatjet. Man bringt Aussagen darüber, dass man ja als Reicher viel mehr leistet als zum Beispiel ein Lehrer oder einen Rettungssanitäter oder ein Pfleger. Und deswegen hat man es auch verdient, dass man öfters in Urlaub fahren darf. Und das macht er, um das Klimathema aufzuwirbeln, damit sich was ändert? Was? Also, nee, sorry, Bro, aber so funktioniert das nicht. Leute vor den Kopf zu stoßen mit, hey, guck mal, ich fliege hier mit Privatjet nach Sylt, dies, das. Ich scheiß auf Umwelt, ich scheiß auf Klima, ich lebe total verschwenderisch, ich lebe so, ich lebe für 100 Menschen. Stößt halt nur Leute vor den Kopf, die sich vielleicht eine Bambuszahnbürste kaufen, weil dann denkt man sich so, yo, warum sollte ich mir eine scheiß Bambuszahnbürste kaufen, wenn dieser einfach mit dem Privatjet fliegt, dann bringt die scheiß Bambuszahnbürste auch nichts mehr. Es löst Frust aus, sowas zu sehen und wirbelt auf jeden Fall nicht die Politik auf. Ach, und außerdem beschwert er sich noch, dass die Steuerung F-Doku ihn angeblich schlecht dargestellt hat. Ein Account wie Steuerung F stellt mich natürlich so schlecht dar, wie es geht, weil die polarisieren wollen. Und yes, this is basically sein Statement. Top-Com unter dem Video war übrigens halt die Schnauze. Ja. Sagt vielleicht einiges aus. Dazu, falls ihr euch, by the way, noch mehr von Theo reinziehen wollt, hat Alpha Kevin da ein paar Videos zugemacht. Alles ist natürlich unten verlinkt. Abschließend lässt sich aber sagen, Bro, so funktionieren Statements nicht. Aber lass mal weitergehen zum nächsten Thema. Zoos planen gerade aktiv gegen Influencer vorzugehen, die Kritik gegen sie äußern. Kein Scheiß. YouTuber wie Robert Maglehmann, Rezo, Alisa Joe oder auch Jonas Ems haben ja schon des Öfteren Kritik gegenüber Zoos geäußert, dass dort halt eben keine artgerechte Haltung möglich ist, dass die Tiere dort todesunglücklich sind, dass man sie halt nicht unter den Umständen halten kann und dass es einfach basically Gefängnisse für Tiere sind. Alles Dinge, um die man sich als Zoo ja vielleicht kümmern könnte. Vielleicht hält man einen Eisbär nicht mehr in einem kleinen Gehege, beziehungsweise vielleicht hält man noch gar keinen Eisbär mehr, vielleicht sperrt man keinen Delfin in ein kleines Aquarium ein. Ja, vielleicht könnte man aufeinander zugehen, also so, nur so eine Idee. Aber anstatt, dass sie jetzt irgendwie so eine Versammlung machen, wo sie gucken, wie sie auf die Kritik eingehen, haben sie eine Versammlung gemacht, um zu gucken, wie sie gegen die Kritiker vorgehen können. Also wirklich kein Scheiß. Und das Schöne ist, davon gibt es einfach geleakte Aufnahmen. Weil ein Kumpel von Robert Maglehmann war zufälligerweise bei dieser Versammlung mit dabei und hat ihm einfach mal ein paar Aufnahmen rüber gesendet. Interessant ist es dann, wenn ich in den Reihen dieser Menschen, die sich da treffen, ich sag mal so, Freunde habe. Also nochmal, mich erreichten ein paar Videos
von einer Veranstaltung des VDZ. Was das alles ist, besprechen wir gleich im Detail. Wichtig ist, dass wir uns die Videos einmal anschauen, zumindest in dem Maße, wie ich sie euch zeigen darf und kann. Aber was wurde dort gezeigt? Was wurde in der Versammlung der zoologischen Verbände besprochen? Naja, zuerst wurde erstmal die ganze Kritik gezeigt, die es gerade gibt, was ja auch erstmal eigentlich eine gute Sache ist. Die armen Tiere, die werden dort draußen alle umgebracht. Was für ein Drecksschwachsinn. Wie ihr lest, da gibt es Studien zu, dass Kinder dümmer aus dem Aquarium oder Zoo herausgehen, als sie vorher hineingegangen sind. Man kann keinen Zoo mit artgerechter Haltung haben, das geht nicht. Zumindest nicht für, würde sagen, fast alle Leute. Da geht es auch noch um andere Leute. Da sehen wir jetzt in dem Fall Jonas Ems. Den lasse ich später im Video auch gerne noch zu Wort kommen. Artgerecht heißt einfach nur, du wie viel. Wer ist das denn? Der Rezo, der ist auch zu Gast. Interessant. 80% der Zuschauer gilt das Artenschutzargument nicht. Das war die Alicia. Aber danach geht es halt nicht darum, okay, wie können wir was tun, dass es diese Kritik bald nicht mehr gibt. Sondern es ging halt darum, was können wir tun, dass es diese Kritiker vielleicht bald nicht mehr gibt. Aber tatsächlich ist es die Realität und das sind Meinungsnummer. Insofern sehen wir hier eine große Dringlichkeit, dass wir als Zoos gemeinsam aktiv werden. Also die Zoos sehen hier die große Dringlichkeit, dass sie als Zoos in der Gesamtheit jetzt gemeinsam, das Wort kommt jetzt von mir, gegen uns aktiv werden müssen. Und haben daraufhin, macht man, eine Arbeitsgruppe gegründet. Aha, es gibt also schon eine Arbeitsgruppe für Reaktionen auf die Reaktion von Influencern, oder was? In der verschiedene Zoos vertreten waren. Vielen Dank an alle. Aha, da gibt es also auch schon Zoos, die da vertreten waren, okay. Die dabei waren, beziehungsweise ihre Devotionalien zur Verfügung gestellt haben. Das heißt Ressourcen mehr oder weniger. Also Gelder, Personal, dies, das. Aha. Und zum anderen haben wir uns mit einer Agentur ausgetauscht. Man hat sich mit einer Agentur ausgetauscht. Also quasi eine Beratungsagentur für Marketing, wie man jetzt gegen diese Influencer vorgeht. Ah ja, okay. Ja, GG, so sollte man auf jeden Fall mit Kritik umgehen. Nicht auf die Kritik eingehen, sondern gegen die Kritiker. Ist ja fast so wie hier auf YouTube einer. Robert, ich sag dazu, by the way, Folgendes. Warum gründet ihr eine Arbeitsgruppe, die sich mit uns beschäftigt, die wir kritisieren und die wir Missstände aufzeigen, und nicht eine Arbeitsgruppe, die diese Missstände abschafft oder sie hinterfragt oder selbst beleuchtet oder die Strategien entwickelt und sagt, ey, mittelfristiges Ziel, in 5 Jahren wollen wir zum Beispiel, dass wir keine Tiere mehr halten, die aufgrund von bestimmten Studien nicht haltbar sind. Ob jetzt ein Eisbär oder ein Elefant oder wie auch immer. Oder wir wollen verschiedene Tiere vielleicht zusammenlegen in größeren Becken, größeren Anlagen als Zoos insgesamt. Einen Bärenzoo, wo nur noch Bären auf riesigen Flächen rumtouren. Warum geben wir nicht bestimmte Tiere ab oder geben bestimmte Haltung auf? Also mit zukunftsweisenden, zeitgemäßen Richtlinien zu arbeiten. Also Arbeitsgruppen, die sowas herausfinden. Das Ding ist, in dem Video besprechen Robert, Rezo, Alicia Joe und Jonas Ems noch einiges mehr. Also I mean, dieser Party geht ein paar Minuten, das Video von ihm geht eine Stunde. Dementsprechend kann ich sehr, sehr empfehlen, euch das ganze Video von Robert reinzuziehen. Ist natürlich wie immer unten alles verlinkt. Zieht euch wirklich rein. Ist ein gutes Video, lässt sich auch übrigens, habe ich vielleicht gemacht, wunderbar beim Aufräumen angucken, weil man braucht nur den Ton dafür, dass, dann versteht man das schon. Und ja, abschließend lässt sich das Thema, aber glaube ich ganz gut, mit diesen Worten hier. Kümmert euch nicht um die Kritiker, kümmert euch um die Kritik. Und als allerletztes Wort, am Ende ist kein einziges Tier freiwillig in Gefangenschaft. Die sind alle da, weil ihr das möchtet, liebe zoologischen Gärten, liebe zoologischen Leiter, liebe Zoodirektorinnen, liebe Menschen, die in den Zoo geht, die Tiere sind nur da, weil ihr das möchtet. Nicht, weil das die Tiere möchten. So, das war's schon wieder mit der Wochenshow für diese Woche. Dazu, wer Bock hat auf mehr sportlichen Skill im Ninja Tournament, wirklich das Duell morgen gucken, das ist wirklich sportlich auf einem sehr hohen Level. Dazu das Duell am Mittwoch auch gucken, auf einem sportlich nochmal krankeren Level. Außerdem geht's ja auch bald mit den Viertelfinal-Duellen los, wo die Influencer halt nicht mehr gegen Influencer antreten, sondern gegen Profisportler. Dementsprechend, ja, ab jetzt wird's echt krank im Tournament, Freunde. Ich kann es sehr empfehlen, zieht euch rein. Aber nimm doch gerne rein, um mich nicht zu verpassen. Ansonsten genießt das neueste Wetter. Und ich gehe jetzt eine Runde Tennis zocken, weil Netflix hat mich mit ihren Serien geinfluenced. Haut rein, bis denn. Ciao.